Das gibt uns die Gelegenheit, bereits auf den nächsten Tagesordnungspunkt zu schauen. Da wird es gehen um den Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Und Sie sehen hier schon den Staatsminister im Kanzleramt und Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider. Der wird diesen Bericht gleich hier im Plenarsaal vorstellen, den Abgeordneten. Ende September hat er ihn schon vorgelegt. Jedes Jahr gibt es diesen Bericht. Ja. Und auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung bleiben Spuren der Teilung weiterhin sichtbar. Das ist eine der Kernaussagen des diesjährigen Berichts. Zwar seien viele strukturelle Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland abgebaut worden, doch weiter würden viele Ost- und Westdeutsche die Lage ihres Landes unterschiedlich bewerten, so der Bericht. Dennoch, es gibt natürlich weiterhin Unterschiede, beispielsweise das durchschnittliche verfügbare Einkommen eines Privathaushaltes in Ostdeutschland liegt immer noch 11% unter dem eines Westhaushaltes. Ein großes Problem ist laut Bericht auch die Überalterung von Ostdeutschland. Aber wir werden jetzt noch einiges dazu hören, eben von Carsten Schneider, vom Staatsminister aus dem Kanzleramt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zu etwas Positivem, zum Stand der deutschen Einheit. Der Auftrag des Bundestages, einmal in der Legislatur einen Bericht zum Stand der deutschen Einheit, zur Lage des Landes vorzulegen, komme ich mit diesem Bericht nach. Und wenn ich einen Strich drunter ziehe und eine Bilanz ziehe, dann sage ich, diese Bilanz ist positiv. Deutschland ist seit 33 Jahren vereinigt. In dieser Zeit haben wir unglaublich viel erreicht. Gemeinsame Kraftanstrengungen von vielen Menschen in unserem Land, Ost wie West, demokratische Parteien, Zivilgesellschaft. Wir haben ein stabiles, wir haben ein friedliches Land mitten in Europa. In einem Europa, das so wie Ost und West neu vereinigt wurde. Und ich sage das vor allem vor dem Hintergrund der polnischen Wahl am Sonntag, der hohen Wahlbeteiligung, dass die Polen ihr Schicksal in die Hand genommen haben und eine proeuropäische Regierung gewählt haben. Das ist auch ein Auftrag an uns als Deutsche, auch als Ost- und Westdeutsche, nämlich einen Brückenschlag zu machen, eine offene, Hand zu reichen und insbesondere auch die besondere Situation, die wir in unserem Land auch abbilden, letztendlich auch diese Erfahrung mit einfließen zu lassen. Wir haben im Jahr 2023 etwas geschafft, was lange, lange, lange bei vielen, insbesondere in Ostdeutschland, gegärt hat. Das war die Rentenangleichung. Sie ist jetzt 2023 gleich. Wir sind ein sozialer Bundesstaat. Es gelten überall die gleichen sozialen Rechte. In 2023 war auch etwas Phänomenales. Wir haben das erste Mal, zwar insgesamt in einer schwachen konjunkturellen Lage, eben mal bei der Punkt, aber wir waren in Ostdeutschland vorn. Das gesamtdeutsche Wachstum war geringer als das in Ostdeutschland. Das hat einen Sondereffekt in Brandenburg, ja, wegen der Tesla-Fabrik. Aber es zeigt, dass insbesondere Ostdeutschland ein Platz für große Investitionen, für Zukunftsvertrauen und auch für Innovation ist. Und wir sind ganz vorn da, wenn es um erneuerbare Energien geht. Robert Habeck wird auch gleich sprechen. Ich bin sehr froh darüber, dass diese Debatte hier nicht nur eine reine ostdeutsche, sondern eine gesamtdeutsche Debatte ist. Und Ostdeutschland war immer Energieland. Wir haben auf der einen Seite noch die Braunkohle und die Transformation, insbesondere in der Lausitz im Mitteldeutschen Revier, hin zu Erneuerbaren. Die Unternehmen sind da auf dem Weg. Wir haben die volle Unterstützung der Bundesregierung, auch insbesondere Ostdeutschland zur erneuerbaren Region schlechthin zu machen. Wir sind das in weiten Teilen schon, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, ein Energieproduzent. Und dort, wo Energie produziert wird, da ist auch Industrie, da ist auch Arbeitsplätze. Und genau das zeichnet sich jetzt ab. Ich komme gerade, darf Sie herzlich grüßen von den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer, der MPK Ost, gemeinsam mit der Ministerin Stark-Watzinger zum Thema Forschungsförderung. Wir waren in Berlin-Adlershof, auch eine Struktur, also eine wahnsinnige Stadt natürlich Berlin, aber auch eine Strukturänderung. Wir haben dort von dem ehemaligen Forschungsbereich, in dem Angela Merkel und Herr Haseloff promoviert haben, heute eine neue Promotion. Entschuldigung, Dietmar. Ja, ich weiß. Du hast ja woanders promoviert. Ja, in Moskau, ne? Und er hat seinen Doktortitel noch. Die anderen beiden auch. Wo jetzt heute in Adlershof 8000 Beschäftigte sind, wo Helmholtz-Zentren sind, wo Forschung in der Energie für die Zukunft stattfindet. Das ist Ostdeutschland, das ist Deutschland, das ist das, was wir einbringen können in unser Land. Die Bundesregierung wird dies auch weiter
unterstützen die großen Investitionen, wenn man sie sieht, in der Chipindustrie in Sachsen-Anhalt, aber auch der Bereich Semiconductor, Halbleiter in Dresden, kluge landespolitische Entscheidungen in diese Zukunftsbereiche zu investieren. Dort werden wir die größten Investitionen, die es jemals in Deutschland von ausländischen Firmen gegeben hat, haben, in Ostdeutschland. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss, das ist eine große Zukunftsaussicht, aber es ist eine große Leistung, die wir letztendlich auch als Bundesregierung bringen, weil wir finanzieren dies natürlich auch mit. Wir sehen also an dieser Stelle viel Wasser im Glas. Mainz ist noch mega voll, nicht mal nur halb, sondern richtig voll. Jetzt komme ich ein bisschen zu den Gefühlspunkten. Die sind ambivalenter. Bei vielen Ostdeutschen haben die 33 Jahre auch Wunden hinterlassen. Über diese Wunden hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel am 3. Oktober 2021 eine bemerkenswerte Rede zum Abschluss ihrer Kanzlerschaft in Halle, in der insbesondere auch persönliche Erfahrungen eingeflossen sind. Zum Beispiel hatte ein Journalist sie, die damalige Bundeskanzlerin, in einem Text als angelernte Bundesdeutsche und Europäerin bezeichnet. Als gäbe es zwei Kategorien, hier die Autochtonen und dort die Angelernten, die ihre Zugehörigkeit erst noch beweisen müssen. Angela Merkel war zu Recht empört. Und auch im Jahr 2023 existieren zwischen Ost- und Westdeutschen eine Menge Vorurteile und Missverständnisse. Hinzu kommen strukturelle Ungleichheiten. Noch immer gibt es zu wenige ostdeutsche Führungspositionen. Und man muss auch in diesem Land, wenn man dabei oder Teil sein will, auch an dem Sagen, auch an der Macht, auch in der Repräsentation die gleichen Chancen haben. Und ich glaube, wir als Bundesregierung, wir gehen dort jetzt voran, aber es ist insbesondere für die Kultur und für die Wirtschaft eine Aufgabe, auch Ostdeutschen, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund die gleichen Rechte zu geben. Wir haben immer noch zu geringe Einkommen. Es war richtig und wichtig, dass wir den Mindestlohn deutschlandweit gleich eingeführt haben, dass wir ihn erhöht haben. Aber der Mindestlohn ist nur das Mindeste. Wir brauchen Tariflöhne, wir brauchen stärkere Gewerkschaften, auch Menschen, die sich engagieren und letztendlich auch höhere Einkommen. Und wir haben eine extreme Vermögensungleichheit. In Ostdeutschland wird nichts geerbt. Und das bedeutet auch Unsicherheit. Wenn Sie die vergangenen Jahre die Demonstrationen im letzten Jahr auch gesehen haben, als es um die Energieversorgungssicherheit ging, als es um die Frage, wie hoch sind die Gaspreise, wie hoch sind die Strompreise, dann ist das, wenn Sie vielleicht 30.000, 40.000 Euro im Rücken haben, etwas, was Sie ein bisschen entspannter sehen, als wenn Sie am 25. des Monats kein Geld mehr auf dem Konto haben. Und eine Umfrage des Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverbandes hat gezeigt, dass 50% der Ostdeutschen zum Monatsende auf dem Girokonto und auch sonst auf der Habensituation null haben. Das heißt, diese Unsicherheit führt natürlich auch zu Angst und auch zu gesellschaftlicher Friktion. Deswegen ist die Adressierung auch der Vermögensgleichheit und auch des Aufbaus von Vermögens für mich eine zentrale Aufgabe, in der ich in der nächsten Zeit auch auf Sie mit Vorschlägen zukommen will. Schlussum, wir können stolz auf dieses Land sein. Wir können stolz sein auf das, was wir geschafft haben. Ich wünsche mir nur, dass wir noch mehr Dialog, auch mehr Streit untereinander, aber auch vor allen Dingen auch den Stolz darauf haben, dass wir mitten in Europa ein stabiler Faktor für eine starke Europäische Union sind als Bundesrepublik Deutschland. Wer hätte das gedacht? Carsten Schneider, der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, hier noch mal mit einigen Stichwort natürlich aus dem sehr viel längeren und umfangreicheren Bericht zum Stand der deutschen Einheit für 2023. Jetzt gehen wir in die Aussprache mit Sepp Müller für die Unionsfraktion. Herr Staatsminister, vielen Dank, dass Sie in Ihren Ausführungen das Positive vorangestellt haben. Und Sie hatten ja vor allem den Wunsch gehabt um Streit, den komme ich gerne nach. Denn Ihr Bericht, den Sie vorgelegt haben, setzt in meinen Augen die falschen Prioritäten. Die Streitampel befindet sich in Selbstbeweihräucherung. Egal ob Bürgergeld oder Wohngeldausweitung, das ist Ihre Priorität in diesem Bericht. Es fehlt in Ihrem Bericht, anders als das, was Sie hier gesagt haben, Vermögens- und Einkommensunterschiede zwischen Ost und West. Die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West bei gleicher Arbeit liegen bei bis zu 20%. Die Vermögensunterschiede bei Erbschaften aus Mecklenburg-Vorpommern nach Bayern liegen bei über 100.000 Euro. Und natürlich ist das auch etwas, was die Menschen im Transformationsprozess nicht nur besorgt, sondern auch umsorgt. Und darum, meine sehr geehrten Damen und Herren, finde ich es doch bemerkenswert, Herr Staatsminister Schneider,
dass in einem sozialdemokratischen Bericht das Wort Tarif nicht einmal auftaucht und das Wort Gewerkschaft lediglich zweimal auftaucht. Und deswegen glaube ich, Herr Staatsminister, Ihre Bundesregierung verwechselt Ursache und Wirkung. Sie setzen die falschen Prioritäten. Wir brauchen gut bezahlte Arbeitsplätze. Das ist die Aufgabe, die Sie sich stellen müssen. Und sozial ist, was Arbeit schafft. Deswegen wollen wir auch Wohlstand für alle. Und natürlich haben wir die Chipfabriken mit Intel und unter anderem auch in Dresden mit der Ansiedlung in Tesla, von Tesla in Brandenburg. Deswegen heißt es nicht mehr Abwanderung West, es heißt jetzt Einzug Ost. Und das sind positive Beispiele. Und darum rufe ich auch den Gewerkschaften, meinen Freunden von der Gewerkschaft zu, streitet weiter, kämpft weiter dafür, dass diejenigen, die gleiche Arbeit leisten, auch gleiche Löhne bekommen. Streitet weiter dafür, dass diejenigen, die in Zwickau und in Brandenburg am Band stehen, die gleichen Löhne bekommen wie in Wolfsburg am Band. Streitet weiter bei der Käserei in Jessen, dass die 500 Euro Lohnunterschied zur Käserei in Bayern ausgeglichen werden. Wir brauchen in unserem Land bei gleicher Arbeit gleiche Löhne. Und das ist Aufgabe von Gewerkschaften. Und die müssen wir stärken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und meine Gewerkschaft, die IG BCE, Herr Habeck, schreibt in ihrem aktuellen Mitgliedermagazin, es droht ein Exodus in Bezug auf die Industrie. Dieser droht nicht nur, sondern die Streitampel führt dazu, dass die Industrie abwandert. In meiner Heimatstadt ist der letzte Industriebetrieb, der am Dienstag vor 3 Wochen seiner Belegschaft, ein Drittel der Belegschaft, in Kündigung ausgesprochen hat. Warum? Begründung, der Strompreis ist zu hoch. 60 Familien stehen jetzt vor ihrer Existenz in Trümmern. Und wo geht das Unternehmen hin? Das geht nicht nach Bahrain, das geht nicht nach Afrika, das geht hinter die deutsch-österreichische Grenze. Und das haben Sie, Herr Habeck, zu verantworten, weil Ihre Streitampel beim Thema Strompreis keine Einigung erzielt. Es haben Sie zu verantworten, dass Sie unserem Antrag, die Energiesteuer auf das europäische Mindestmaß zu reduzieren, nicht zugestimmt haben. Es hat die Streitampel zu verantworten, dass Sie unserem Antrag, die Atommeiler weiterlaufen zu lassen, nicht zugestimmt haben. Es hat Ihre Streitampel zu verantworten, dass die Freunde aus Schwedt heute immer noch Existenzsorgen haben, dass die zweite Pipeline von Rostock nach Schwedt immer noch nicht gebaut wird. Deswegen droht nicht nur ein Exodus, es findet ein Exodus statt, und den haben Sie, Herr Habeck, einzig und allein zu verantworten. Und lassen Sie mich in der letzten Minute noch eins sagen, das ist mir wichtig, das hat nichts mit dem Bericht zu tun. Im 34. Jahr der Friedlichen Revolution besorgt und beschämt es mich, was in der Stadt in Leipzig und in Ostberlin aktuell auf den Straßen los ist. Wer in einem Land, das friedlich zu einer Revolution gekommen ist, diese Rechte mit Füßen tritt, Polizisten beschreit und beschimpft, den muss ich sagen, der hat in unserem Land nichts mehr zu suchen. Wir sind ein friedliches Land, wir sind das Land der friedlichen Revolution, und alles andere ist inakzeptabel und beschämt mich, was aktuell auf ostdeutschen Straßen los ist. So viel dazu. Herr Habeck, Sie sprechen jetzt danach. Ich hoffe, dass Sie beim Thema Strompreis uns neue Botschaften übermitteln. Ja, sagt hier Sepp Müller für die Unionsfraktion, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender und durchaus mit adressierter Kritik an den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der jetzt die Gelegenheit hat zur Erwiderung. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Müller, die Debatte heißt ja Bericht zum Stand der deutschen Einheit und nicht zum Stand der Strompreisbremse. Aber ich freue mich, so habe ich Sie verstanden, dass Sie sich dafür aussprechen, einen Brückenstrompreis einzuführen. Das würde den Kollegen in Ihrer Heimatstadt helfen. Dankeschön für die Unterstützung der Union. Ansonsten würde ich gerne, Sie haben, wenn man das alles zitieren würde, würde man die ganze Redezeit damit verplempern, sehr viel durcheinander geworfen. Aber einen Punkt, den haben Sie gut rausgearbeitet, und ich würde gerne den verstärken. Ich komme gleich dahin. Der Stand der deutschen Einheit, und Carsten Schneider hat es in seiner Rede dargestellt, entwickelt sich gut, wenn man sich die ökonomischen Daten anschaut. Und das ist nicht der Verdienst von einer Bundesregierung, es ist der Verdienst von kontinuierlicher Arbeit über viele Jahre. In Zahlen ausgedrückt,
Von 91 auf 22 ist die BIP-Differenz von 43%, also ostdeutsche Länder haben 43% des BIP der westdeutschen Länder erwirtschaftet, auf 89 hochgegangen. Die Arbeitsproduktivität von 69% auf 86, das verfügbare Einkommen von 60% auf 89%. Die Arbeitslosenquote ist heute in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen geringer als in Nordrhein-Westfalen. Wie ist das passiert? 100% sind natürlich noch nicht erreicht, aber wie ist das passiert? Nun durch politische Programme, wirtschaftspolitische Programme und wirtschaftspolitische Entscheidungen, die wir noch einmal verstärkt haben. Und deswegen habe ich mich in dieser Debatte zu Wort gemeldet, um deutlich zu machen, dass dieser Auftrag, die deutsche Einheit ökonomisch voranzubringen, weiter verschärft wird. Wir haben die GRW, also die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung, gehalten im Haushalt und verstärkt. Und das ist deswegen interessant, weil von den 650 Millionen GRW 75-80% nach Ostdeutschland gehen. Wir haben weiterhin ein Sonderprogramm GRW aufgelegt, das sich an die Standorte Leuna, Schwedt und Rostock richtet, um dort die Transformation vorzunehmen. Leuna wird wahrscheinlich der erste Ort sein, wo dann Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltiges Flugbenzin, produziert werden wird. Wir haben weiterhin dafür gesorgt, dass Industrieansiedlungen vor allem auch nach Ostdeutschland kommen. Die Stichworte sind schon auf Zuruf gefallen. Intel, Infineon, TSMC, Kathodenfabrik in Schwarzheide, die Standorte Leuna, Schwedt in der Transformation hin zu Wasserstoff. Und warum ist das so wichtig und warum ist das so interessant? Und das ist der, ich würde sagen, fast der einzige Punkt, Herr Müller, den Sie richtig getroffen haben. Wenn man sich die Einkommensunterschiede anschaut, dann muss man inzwischen sagen, dass der Ost-West-Gegensatz fast weniger entscheidend ist als gegensätzliche Verhältnisse in den unterschiedlichen Regionen. Und sehr viele Regionen in Ostdeutschland haben zwar Beschäftigung, aber mangelnde Industrieinfrastruktur. Und in der mangelnden Industrieinfrastruktur fehlen auch mangelnde tariflich geschützte gute Löhne und Einkommen. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur allgemein auf den Osten zu schauen, sondern gezielte Industriepolitik für Ostdeutschland zu machen, mit der Erwartung, dass dann tariflich geschützte gute Löhne auch in Ostdeutschland stark werden. Insofern ist die ja häufig diskutierte Arbeit für diese Industrieansiedlung auch ein Beitrag für die deutsche Einheit. Sehr geehrte Damen und Herren, so viel zur wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland und zur politischen Strategie der Bundesregierung mit dem klaren Bekenntnis, sie voranzubringen. Erlauben Sie mir noch einen Satz oder einen Gedanken, der darüber hinausgeht. Ich habe es eben schon gesagt, die deutsche Einheit ist vielleicht, wenn man genau hinschaut, weniger ein Spannungsfeld zwischen Ost- und Deutschland und Westdeutschland, sondern zwischen verschiedenen Regionen. Und so genau sollten wir auch insgesamt aufs Land schauen. Wir erleben, dass die innere Einheit des Landes bis zum Zerreißen gespannt ist. Was ist der politische Auftrag aus der deutschen Einheit? Und den würde ich gerne verallgemeinern für die politische Debatte in diesem Land insgesamt. Wir haben unterschiedliche Geschichten. Wir haben unterschiedliche historische Erfahrungen. Leute haben unterschiedlich studiert oder auch gar nicht studiert. Das ist aber nicht das letzte Wort. Das ist der Handlungsauftrag. Die Idee hinter der deutschen Einheit, hinter den Berichten ist, aus Gegensätzen, aus Unterschieden nicht Feindschaften und Gräben werden zu lassen. Deswegen ist dieser Bericht und diese Debatte der deutschen Einheit ein Auftrag, an der Einheit zu arbeiten und zueinander zu kommen, in einer Debatte, die Lösungen herstellt und nicht Gräben aufreißt. Vielen Dank. Ja, hier der eindringliche Appell des Bundeswirtschaftsministers. Das Wort hat der Abgeordnete Leif-Erik Holm. Jetzt hören wir weiter in der Debatte den nächsten Redner für die AfD-Fraktion, Leif-Erik Holm. Vielen Dank fürs Wort, Frau Präsidentin, liebe Bürger, liebe Kollegen. Ich bin wirklich optimistisch, was die deutsche Einheit angeht. Ost und West wachsen langsam zusammen. Das zeigen auch die letzten Wahlen. 80% für die AfD in Hessen, 50% in Bayern. Der Westen holt auf und das ist gut für Deutschland. In der Tat, es gibt noch Unterschiede zwischen den Landesteilen. Ja, wir müssen im Osten noch aufholen, wirtschaftlich, bei Investitionen, bei den Produktivitätswerten, nachfolgend dann auch bei den Löhnen. Die Zahl der Unternehmen geht seit Jahren zurück. Also es gibt viel zu tun, aber wir schaffen das schon, wenn man uns denn machen lässt. Was wir aber nicht mehr lange durchhalten, das ist die abenteuerliche Politik dieser Ampelregierung. Das ist ein bundesweites Problem. Diese Ampel muss dringend weg.
Wir erleben seit Jahren ein dramatisches Politikversagen, ob die Kanzler nun Merkel oder Scholz heißen. Seit bald 10 Jahren lassen Sie den Anstieg der illegalen Migration einfach so geschehen. Das Ergebnis können wir heute auf unseren Straßen erleben. Es ist Ihr aller Verdienst, dass es so weit gekommen ist. Der Energieirrsinn wird immer mehr auf die Spitze getrieben. Ein Paradebeispiel, das Heizungsgesetz. Es zeigt, wie Politik an der Lebenswirklichkeit der Bürger vorbei betrieben wird. Und das betrifft ganz besonders die Menschen im Osten, die eben nicht über Generationen ansparen konnten. Viele mussten 1990 quasi bei Null wieder anfangen. Das sind Brüche in Biografien, die man im Westen so gar nicht kennt. Das ist passiert. Das waren unsere Eltern, unsere Großeltern, die sich neu orientieren, neu anfangen mussten und die sich über Jahre wieder etwas geschaffen haben, in mühevoller Kleinarbeit, die sich jetzt ein kleines Häuschen gebaut haben, das sie jetzt zum Ruhestand dann abgezahlt wissen wollen. Das alles wird jetzt über den Haufen geworfen, dadurch, dass Scholz und Habeck kommen und sagen, jetzt muss die Wärmepumpe her und das mit der Dämmung klappt auch noch nicht so. Es kostet Zehntausende Euro, wenn nicht mehr. Und da greifen Sie in diese Biografien hinein. Das gehört sich nicht, das ist der falsche Weg, so kann es nicht gehen. Sie haben den Blick für die Realität der Bürger komplett verloren. Aber es gibt ein anderes Thema, was den Menschen im Osten sehr, sehr wichtig ist, abseits des möglicherweise schwindenden Wohlstands. Es ist die Sorge um den Zustand der Demokratie. Herr Habeck, Sie haben es ja richtigerweise zumindest angesprochen. Aber ich glaube, Sie haben noch nicht erkannt, wo das Problem herrührt. Die Menschen 1989 haben sich die Freiheit mühevoll selbst erkämpft. Und Sie registrieren ganz genau, was jetzt in dieser Republik passiert. Sie sehen, wie demokratische Wahlergebnisse in den Senkel gestellt werden, wie Wähler beschimpft werden, wie Andersdenkende stigmatisiert werden. Und Sie sehen sehr genau, wie Sie dann auch noch versuchen, die renitenten Ossis mit Umerziehungsprogrammen zu beglücken. All diese tollen Programme, die Sie auch in Ihrem Bericht stehen haben, Demokratie lieben, Kurse gegen das Polarisieren. Ja, diese Kurse brauchen nicht die Ossis, die brauchen Sie hier in diesem Haus. Was ist es denn, was Sie machen? Sie nennen sich Demokraten, aber machen genau das Gegenteil. Sie versprechen vorzeitige Neuwahlen in Thüringen, aber nichts passiert. Da wird in Sonneberg ein Landrat von der AfD gewählt. Der muss nachträglich zum Demokratie-TÜV. Die Rüganer wollen fast alle kein LNG-Terminal. Sie kriegen es trotzdem vorgesetzt. Meine Fraktion hier im Bundestag, verweigern Sie die demokratischen Rechte im Parlament. Vizepräsidenten, Ausschussvorsitzende, bei den Stiftungen wird weiter rumgetrickst. Sie sollten sich schämen, das Wort Demokratie überhaupt in den Mund zu nehmen. Wenn hier jemand die Demokratie gefährdet, dann sind Sie das. Nein, der Osten muss sich wirklich nicht vom Westen erklären lassen, wie das mit der Demokratie ist. Sie haben sie sich selbst erkämpft und sie verteidigen sie auch, nämlich in freien Wahlentscheidungen und durch friedliche Proteste. Aber zum Glück, und das ist das Schöne heute an diesem Tag, zum Glück ist das nun auch im Westen angekommen. Und diese fatale Politik, die wir derzeit bundesweit erleben, die eint die Bürger in West und Ost mittlerweile. Und zwar in Ablehnung. Die Bürger haben die Nase gestrichen voll von roter Umverteilung, von grüner Umerziehung und gelber Umfallerei. Es gibt mittlerweile einen großen gesamtdeutschen Wunsch, nämlich nach Neuwahlen. Das Wort hat der Kollege Gerald Ulrich für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger, ich hoffe, ich kann ein klein wenig zur Aufklärung beitragen, was wirkliche Demokratie ist. Nicht, dass das im Raum stehen bleibt, dass wir denken, dass wir hier gerade Demokratie erlebt hätten. Ich bin 1962 geboren. Zum Mauerfall war ich gerade 28 Jahre alt. Ich habe meine komplette Sozialisierung in der DDR erfahren. Kindergarten, Schule, Studium, Armeezeit. Ich habe auch meine Hochzeit in der DDR erlebt und auch die Geburt meines ersten Kindes habe ich in der DDR erlebt. Ich komme aus einem liberalen Elternhaus, aber trotzdem kann ich sagen, ich bin ein Vollblut-Ossi und das sage ich auch sehr gerne. Das kann ich Ihnen hier gerne sagen. Wir wussten alle, dass es so in der DDR nicht weitergehen kann. Das war uns völlig klar. Aber keiner glaubte unbedingt an die Veränderung, die dann aber mit dem Mauerfall kam. Und meine ersten Besuche in der damaligen Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, in den alten Bundesländern, die waren für mich schon, trotzdem, dass wir zu Hause Westfernsehen hatten, ein kleiner Kulturschock, das gebe ich zu. Ich denke an die Autos, ich denke an die Häuser, an die Wohnungen, an die Straßen, an die Infrastrukturen, an die sauberen Städte, die ich gesehen habe. Und an die Gerüche. Und ich denke auch daran, als es wieder zurückging in die Heimat.
an die Autos, an die Straßen, an die Wohnungen, an die Städte und auch an die Gerüche. Seitdem, seit 1990, weiß ich erst, wie ein Trabi riecht und ein Wattburg. Vorher habe ich das nicht gerochen. Das ist eben so. Das ging aber nicht nur mir so, das ging Millionen DDR-Bürgern so. Und das, was dann kam, das ist unumstritten für DDR-Bürger nicht unbedingt angenehm gewesen. Betriebsschließung, Kurzarbeit null, ABM, das sind alles Leute, die die Sicht, alles Dinge, die die Sicht auf das Leben verändert haben, die wirklich auch Brüche dargestellt haben. Wir wurden vom Westen alimentiert, das weiß jeder im Osten. Das sage ich nicht als Kritik. Es gab keine andere Möglichkeit, denn auch wirtschaftlich war der Osten eine Ruine. Wer aber nicht selbst irgendwann mal das Gefühl hatte zu ertrinken, der weiß auch gar nicht, wie das ist, wie man das beschreiben kann. Und der soll das auch nicht versuchen, jemand anders zu erklären. Und so ähnlich ist es, wenn man uns Ostdeutschen versucht, diese Geschichte mit der Einheit und mit unserer anderen Sicht darauf zu erklären. Die Menschen in anderen Bundesländern, in den alten Bundesländern, lebten in einer freiheitlichen Demokratie, und das ist auch gut so. Und wir lebten in einer unfreien Diktatur. Heute leben wir alle in Freiheit, aber die Sicht auf die Demokratie und was wir damit tun, die ist nach wie vor leicht unterschiedlich. Und das hat auch wirklich eine Wirkung. Und das hängt mit der Wende zusammen. Ein großer Liberaler sagte mal, die Freiheit sinngemäß. Die Freiheit verliert man nicht an einem Tag, man verliert sie in kleinen Stücken, man verliert sie scheibchenweise, Stück für Stück. Auch die Bevormundung kann als Freiheitsverlust empfunden werden. Und da kommen wir zu des Pudels Kern. Wer nicht wirklich diesen Freiheitsverlust jemals selbst am eigenen Leib erfahren hat, der kann es auch nicht erklären und der sollte es vielleicht auch gar nicht versuchen. Zu viel zur Historie. Aber kommen wir jetzt zum Hier und Jetzt. Was mir schon 1990 aufgefallen ist, wenn ich Reisen in die alten Bundesländer gemacht habe, das war dieser riesengroße soziokulturelle Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob man in Rosenheim wohnt oder ob man in Flensburg wohnt. Das war auch früher schon so. Und es ist heute auch ein großer Unterschied, ob man in Schmalkalden wohnt, da wo ich herkomme, oder ob man in Kühlungsborn wohnt. Es ist auch ein großer Unterschied, ob man in Dresden oder in Köln wohnt. Und ich finde, das ist auch gut so. Das Unerträglichste für mich, wenn wir in einer kulturellen Käseglocke leben würden, die uns einige hier in diesem Parlament gerne überstülpen würden, das wäre für mich ein Schock, das wäre eigentlich eher ein Grund zum Auswandern. Was können wir aber tun, damit das Ganze besser wird? Ich hätte da ein paar Vorschläge. Erstens gehören, das wurde auch schon gesagt, vielen Dank an Sie, es gehören wesentlich mehr Ostdeutsche in die Führungspositionen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, überall, wo wir das haben. Wir brauchen vergleichbare Lebensverhältnisse. Und ja, Herr Müller, wir brauchen auch gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Aber die ist nicht immer gleich, das müssen wir auch sagen. Es ist auch eine Frage der Produktivität, die wir erreichen, an der wir noch stark arbeiten müssen im Osten. Wir müssen auch die Probleme lösen. Und dort ist Migration ein Problem, was wir lösen müssen. Wir können sie aber nicht einfach von heute auf morgen abstellen. Wir müssen unter den Demokraten in diesem Hause dafür sorgen, dass wir eine Lösung für die Migration hinkriegen und dass wir gleichzeitig auch die Fachkräfteproblematik in unserem Land lösen. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch einen ganz, ganz konkreten Vorschlag, auch wenn es manchen zu den Ohren hinaushängt. Wir haben in Deutschland das Problem mit dem Besserstellungsverbot bei den gemeinnützigen Einrichtungen. Wir sind im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatung und das Haushaltsgesetz in der Lage, dieses Problem mit zwei Sätzen zu lösen. Wenn wir uns in den regierungstragenden Parteien zusammentun, dann können wir es auf einen Schlag. Und darum bitte ich Sie bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen, dann wird es wieder ein Stück aufwärts gehen mit Ostdeutschland. Vielen Dank. Sagt hier Gerald Ulrich für die Liberalen. Und jetzt hören wir den Fraktionschef der Linksfraktion, Dietmar Bartsch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Carsten Schneider, auch Robert Habeck haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass sehr, sehr viel in den letzten 33 Jahren erreicht ist. Das ist doch völlig unbestritten. Und es wird im Übrigen tagtäglich daran gearbeitet.
sicherlich auch von den Ostbeauftragten, obwohl die unterschiedlicher Qualität waren, aber dass die Bundesregierung sich das nur alles anheftet. Ich will vor allen Dingen sagen, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das Landräte, dass die unermüdlichen Kommunalpolitiker, das Unternehmer, das Gewerkschafter, denen sollten wir alle heute ganz laut Danke sagen. Und die sind auch die eigentlichen Väter und Mütter des Erfolgs. Ich will aber natürlich zur Bilanz der Bundesregierung was sagen. Carsten Schneider hat sich sehr viel vorgenommen. Sein Büro ist jetzt im Bundeskanzleramt. Das haben wir immer gefordert. Das ist wirklich ein Schritt nach vorne. Und es wird auch sehr, sehr viel analysiert. Es wird viel geredet, beklagt, auch im Bericht. Aber es wird aus meiner Sicht viel zu wenig angepackt und wirklich gehandelt. Ich will nur ein Beispiel nennen, weil das ist ja aus dem Hause Carsten Schneider, das ist der Elitenmonitor. Nun will ich über den Begriff gar nicht streiten, da könnte man schon streiten. Aber das Ergebnis, oh Wunder, in der Justiz, also in Führungspositionen, in der Justiz sind Ostdeutsche mit 2,1% vertreten. In der Wissenschaft, meine Damen und Herren, mit 4,3% vertreten. Ich meine, es ist ja gut, dass Sie das mal untersuchen haben lassen. Aber wo ist denn der Plan, dass das wirklich verändert wird? Wir können uns doch noch nicht 33 Jahre nach der deutschen Einheit damit abfinden. Und ich frage mal ehrlich, warum fängt die Bundesregierung denn nicht bei sich selbst an? Sie hatten doch die Chance beim Regierungswechsel. 11 von 135 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter stammen aus dem Osten. 11 von 135. Und wenn ich über die verbeamteten Staatssekretäre rede, da sind das 2 von 35. Na Donnerwetter, das sind Zahlen, das sind Fakten. Ändern Sie das. Handeln Sie endlich. Mehr Posten für den Osten. Das muss das Ziel sein, meine Damen und Herren. Der Bund muss Vorreiter sein. Natürlich gibt es auch um das Thema, was hier noch nicht behandelt worden ist, das Thema Rente. Ja, es ist auch ein Erfolg, dass nach 33 Jahren Ungerechtigkeit endlich die Rentenwerte angeglichen worden sind. Aber dann kommt das große A. Übrigens haben da viele im Haus einen Verdienst dran, auch wir Linken, auch Matthias W. Birkwald. Aber Renteneinheit, meine Damen und Herren, Renteneinheit haben wir nicht. Denn die Renten von langjährig Versicherten, die 45 Jahre gearbeitet haben, sind weiterhin sehr unterschiedlich. Im Osten liegen diese Renten 200 Euro niedriger als im Westen. Das ist schlicht die Wahrheit und die Schere geht weiter auf und das nach 33 Jahren deutscher Einheit. Deshalb, ich will da was zu Ihrem Härtefallfonds sagen. Das ist ja vernünftig, haben auch viele hier drum gekämpft. Nur was ist denn jetzt die Praxis? Die Praxis ist, nur 3% der Betroffenen haben einen Antrag gestellt und 80% sind abgelehnt worden. Das ist doch inakzeptabel. Ist ja gut, dass Sie das verlängert haben, aber Sie haben einen Frustfonds organisiert bei den Ostdeutschen. Und das kritisieren wir in großer Deutlichkeit. Über Löhne ist hier gesprochen worden. Auch nur die ganz nackte Zahl. 13.015 Euro weniger. 13.015 Euro. Das ist nicht irgendwas. So viel verdienen Vollzeitbeschäftigte im Osten brutto weniger als die westdeutschen Kolleginnen und Kollegen. Diese Lohnlücke ist aber nicht geschrumpft, sondern sie ist gewachsen. Lohneinheit, Pustekuchen, das ist die Wahrheit. Nach 33 Jahren, meine Damen und Herren. Und wo ist denn der Plan der Bundesregierung für die Angleichung der Löhne? Mir muss niemand mit Tarifpartnern kommen, das weiß ich alles alleine. Aber ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, weil das Thema Mindestlohn gesagt worden ist. Völlig zu Recht im Übrigen. Also, wie wäre es denn wirklich, den Mindestlohn, über den jetzt ja vielfach geredet wird, auf 14 Euro anzuheben? Das wäre doch mal was. Also es ist doch leider die Wahrheit, dass fast jeder dritte Ostdeutsche unter diesen 14 Euro arbeitet. Wenn Sie das anheben würden, würden Sie wirklich was für die Einheit tun, meine Damen und Herren. Und zum Schluss eine Bemerkung zu dem Thema Demokratie. Ja, 79% der Ostdeutschen sind unzufrieden mit der Politik der Ampel. Das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Im Osten kocht die Unzufriedenheit. Und deswegen dürfen Sie nicht so weitermachen. Deswegen wiederhole ich auch meine Forderung hier zum Schluss. Machen Sie einen Ostdeutschland-Gipfel im Kanzleramt mit Bürgermeistern, mit Landräten, damit das, was Sie wünschen, Herr Habeck, keine Feindschaft, keine Gräben, auch wirklich eintritt. Wir brauchen einen Ostdeutschland-Pakt 2024. Das wäre sinnvoll. Herzlichen Dank. Ja, die Rentenwerte in Ost und West sind seit 1. Juli diesen Jahres angeglichen. Aber die Durchschnittsrente in Ostdeutschland, die ist noch niedriger. Die Bundesregierung hatte eine Stiftung Härtefallfonds ins Leben gerufen, um eben Härtefälle aus der Ost-West-Rentenüberleitung abzumildern. Da konnte man Anträge stellen auf pauschale Einmalzahlungen bis zu 5.000 Euro. Die Anträge konnten allerdings nur bis zum 30. September dieses Jahres gestellt werden. Schulz, 1997 gesagt, bei der ersten Debatte über den Stand der deutschen Einheit im Deutschen Bundestag. Er hatte Recht und er hat Recht. Das heißt, Einheit fällt uns nicht in den Schoß. Wir müssen dafür arbeiten, egal wie groß die Krisen sind und egal wie schwer die Zeiten.
Nur um welche Einheit geht es eigentlich? Wenn wir vom Stand der deutschen Einheit reden, scheint es mir manchmal so, als ob die einen denken, die Ostdeutschen möchten doch bitte für die Einheit sorgen, und die anderen denken, die Westdeutschen möchten doch bitte dafür sorgen, dass es den Ostdeutschen besser geht. So funktioniert es aber nicht. Es funktioniert nur, wenn wir gemeinsam schauen, was ist eigentlich das Gute an den anderen. Natürlich sind die Ostdeutschen so eine Art Vorhut für Umbrüche, die wir erleben und die bevorstehen. Und natürlich ist es notwendig und wichtig, nach gesellschaftlichen Veränderungen zu schauen, die längst gestaltet sind. 30 Jahre Dauerveränderung, das stresst, aber das macht auch resilient, das macht auch stark. Es lohnt sich, dahin zu schauen, was gelungen ist. Noch viel gravierender aber finde ich, dass wir insgesamt in eine Art von politischer Lage abrutschen, in der mehr das Trennende betont wird. Ja, ich will Streit. Das ist Freiheit, das ist Demokratie. Dafür bin ich 1989 mit anderen auf die Straße gegangen. Aber wir sind zu oft nicht mehr bei Streit. Wir sind bei Zertrennung. Wir sind bei wir oder die. So werden wir die Verirrten nicht einsammeln, kein Vertrauen schaffen und auch kein Zutrauen stiften. Deswegen, die Zeiten, die wir bewältigen müssen, die schaffen wir nur mit Vertrauen und Zutrauen. Und ich sage das an uns selbst, ich sage das aber auch an die Union. Ich sage das als Bitte, als jemand, die zu den gar nicht so vielen am Anfang gehörte, die für die Freiheit auf die Straße gegangen sind, damit wir Demokratie und Freiheit leben können, damit sie wehrhaft ist und wehrhaft bleibt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Welche Einheit also? Einheit heißt nicht gleich. Einheit heißt vor allem zusammen, von West und Ost. Einheit heißt, dass wir arm und reich zusammendenken. Und ja, die Vermögen sind im Osten minimal. Einheit heißt Einheit von Jung und Alt, von digital und von analog, von Land und Stadt, von ohne und mit Migrationsgeschichte. Es braucht vor allem die Einheit der Demokratinnen und Demokraten hier im Haus, genauso wie in jedem Ortsbeirat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einheit, das heißt auch nicht Einheitlichkeit. Nein, Mecklenburg-Vorpommern muss nicht Hessen werden. Und Gilamoos muss nicht Kreuzberg werden, die haben ja schon den Karneval der Kulturen. Aber alle müssen miteinander reden können und voneinander wissen wollen. Am besten noch voneinander lernen wollen. Neugier auf Lösungen der anderen. Etwas übernehmen, vielleicht sogar besser machen. Von den Ostdeutschen kann man die Dauerveränderungen lernen und wie sie das geschafft haben. Für jetzt und für morgen, für die ganzen Umbrüche, die noch bevorstehen. Einheit, das heißt aber auch, und das ist mir wichtig, Perspektivwechsel. Ja, die anderen könnten auch recht haben. Was für ein Wahnsinn. Oder die anderen, die leben vielleicht ganz anders als meine Bubble. Deswegen ist für mich in diesen Zeiten extrem wichtig. Lassen Sie uns Politik vom Land her denken, von der Kleinstadt, vom Dorf, weil die Natur meist etwas näher ist und manchmal sogar die Vielfalt auch. Weil nämlich der einzige Busfahrer, der noch da ist, vor vielen Jahren aus Syrien kam, oder weil so unglaublich fremde Menschen am Geburtstagstisch sitzen wie die eigene Großtante, liebe Kolleginnen und Kollegen. Werner Schulz schloss 1997 seine Rede mit einem mutigen Blick nach vorn, dem ich mich heute nur anschließen kann. Er sagte, das können wir schaffen, dieses Land gemeinsam mit Ideen, mit Fantasie, mit Schöpferkraft weiter aufbauen. So ist es, meine Damen und Herren, vereint kann Deutschland mehr, vor allem Demokratie und Freiheit und Einigkeit. Wir können das schaffen. Vielen Dank. Ja, und Werner Schulz war Mitglied der Grünen, war profilierter Bürgerrechtler aus der DDR und ist im November letzten Jahres gestorben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 33 Jahre deutsche Einheit bedeuten 33 Jahre Ende der sozialistischen, kommunistischen Diktatur in Deutschland und gleichzeitig 33 Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs. Mehr als eine Generation unserer Bürgerinnen und Bürger haben allerdings die innerdeutsche Teilung nicht mehr erlebt. Und sie kennen sie daher nur von Erzählungen, von Zeitzeugen und aus der Geschichte. Dadurch gewinnt die historische Aufarbeitung der deutsch-deutschen Teilung eine zunehmende Bedeutung.
Insbesondere in aktuell angespannten gesellschaftlichen Diskursen ist ein verzerrtes Bild über die DDR kontraproduktiv. Ein Beispiel hierfür sind die Beziehungen zu Russland, die an den Rändern unseres Parlaments vollkommen verklärt werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Lebensleistung der ostdeutschen Menschen in Abrede stellen. Wir müssen die Debatte objektivieren und zwischen dem unmenschlichen Regime auf der einen Seite und den Leistungen der Bürgerinnen und Bürger der DDR trennen. Ohne den Mut der Menschen, die sich 1989 in Ostdeutschland auf die Straße begeben haben, wäre das Regime nicht gefallen. Unsere Gesellschaft braucht daher positive Erinnerungsorte, die genau diese Leistung thematisieren. Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin soll ein solcher Ort der freudigen Erinnerung an die friedliche Revolution 1989 und die deutsche Einheit sein. Doch jetzt gibt es einen Baustopp und es werden wohl Gespräche geführt, aber es gibt keine klare Aussage, wie es weitergeht. Wir fordern hier von der Bundesregierung schnellstmögliche Klarheit. Ein Scheitern sozusagen auf den letzten Metern muss mit allen Mitteln und Kräften verhindert werden. Gerade weil die deutsche Einheit immer mehr verjährt, dürfen wir nicht den Blick auf die mutigen Menschen verlieren, die in 40 Jahren Diktatur Widerstand geleistet haben und in der Oppositionsbewegung aktiv waren. Sie waren die Wegbereiter für 1989. Daher fordern wir die Bundesregierung auf, endlich das Forum für Opposition und Widerstand und das Mahnmal für die Opfer des Kommunismus zu realisieren. Für beides gibt es aktuell kein Geld im Haushalt. Das ist eine Missachtung und ein Affront gegenüber den Opfern der kommunistischen Gewaltherrschaft. Am vergangenen Wochenende durfte ich in Danzig sein, der Wiege der polnischen Oppositionsbewegung während des Sozialismus. Ich war tief beeindruckt, wie unser Nachbarland es geschafft hat, einen attraktiven und würdigen Erinnerungsort an historischer Stelle zu schaffen. Das Europäische Zentrum der Solidarność ist ein in seiner Form fast einmaliges Dokumentationszentrum mit einer bewegenden Ausstellung über die Geschichte und die politischen Auswirkungen der Solidarność. Es könnte dabei ein so gutes Vorbild für das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation sein. Doch auch hier kommt die Bundesregierung trotz großer Ankündigung nicht voran. Der Architekturwettbewerb wurde verschoben, es sind keine Gelder eingestellt und vor allen Dingen, es fehlt an einem konkreten Konzept. Dabei gibt es eine breite Mehrheit dafür, bei allem Erfolg auch die Schwierigkeiten der Transformation im Osten Deutschlands stärker zu beleuchten. Aber nicht, um die deutsche Einheit schlecht zu reden, sondern um die Erfahrungen der Menschen auch in einem europäischen Kontext zu vermitteln und dadurch besser zu verstehen. Und wie wichtig diese Erfahrungen sind, konnten wir auch bei den Wahlen in Polen beobachten. Auch hier könnte man sagen, wehte der Wind der Solidarność. Es ist an der Zeit, die Leistungen der Menschen zu würdigen und angemessene Erinnerungsorte zu schaffen. Christiane Schlenderlein war das für die CDU-CSU-Fraktion. Hannes Walter spricht jetzt für die Sozialdemokraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die deutsche Einheit ist für viele Bereiche ein prägendes Thema. Die Facette, über die ich heute sprechen will, ist, dass Ostdeutschland im Bereich der Industrie und KMU ein international wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort ist. Der Staatsminister hat es bereits gesagt, das zeigen auch die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts. Hier konnten wir im Osten überall in den letzten zwei Jahren Zuwächse verzeichnen. Für das erste Halbjahr 2023 kann meiner Heimat Brandenburg sogar die größten Zuwächse aller Bundesländer gegenüber dem Vorjahr aufweisen. Nominal sind das 14 Prozentpunkte, preisbereinigt 6 Prozentpunkte. Das schafft nicht mal China. Der Bericht erwähnt zu Recht die großen Industrieansiedlungen, von denen wir hier heute schon gehört haben und die wir alle kennen. Aber dass Ostdeutschland ein guter Wirtschaftsstandort ist, merke ich auch jeden Tag in meinem eigenen Wahlkreis in Südbrandenburg. Denn dort, wie auch in vielen anderen Regionen Ostdeutschlands, gibt es neue und alte, große und kleine Betriebe, die innovativ und forschungsstark sind und die in ihren Branchen die Transformation bereits unterstützen.
Klar ist, in Ostdeutschland gibt es den Mut, den Platz, das Know-how, die Unterstützung, zukunftsorientierte Ideen auch umzusetzen. Und die Unternehmen glauben an unsere Standorte. Das zeigt sich auch an den Investitionen. So hat erst kürzlich die BASF in Schwarzheide die erste Kathodenfabrik Deutschlands fertiggestellt. Das ist ein wichtiges Projekt, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Laut einer Studie der Wirtschaftsförderung Brandenburg vom März kann die Lausitz das Zentrum der deutschen Batterieindustrie werden. Von solchen Großprojekten gehen auch immer positive Impulse an die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort aus. Doch auch der Staat investiert in Ostdeutschland. Der Bundeswehrstandort Schönewalde-Holzdorf wird mit neuen Hubschraubern, neuer Ausrüstung und mehr Personal stark aufgewertet. Das stärkt die umliegenden Kommunen und Betriebe ungemein. Davon konnte ich mich erst am Montag bei einem gemeinsamen Besuch mit unserem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Standort selbst überzeugen. Die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands bringt gute Arbeitsplätze, gute Löhne und eine regionale Wertschöpfung. Wo wir als Bund und Länder aber noch mehr investieren müssen, ist der Ausbau der Infrastruktur. Mehr Beschäftigte bedeuten einen höheren Bedarf an Kita-Plätzen, an Schulplätzen, an Einkaufsmöglichkeiten und auch den Anspruch, wir kennen das alle, an eine gute Bahnanbindung. Die Voraussetzungen müssen wir noch schneller schaffen, damit die Menschen vor Ort auch all das vorfinden, was sie zum Leben brauchen. Trotzdem zeigt der Bericht, Ostdeutschland ist, besonders wirtschaftlich, schon lange auf dem richtigen Weg, und zwar auf der Überholspur. Vielen Dank und Glück auf. Das Wort hat der Abgeordnete Enrico Komning für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, wir sind das Volk. Später, wir sind ein Volk, schallte es durch die Straßen Leipzigs, Berlins, Rostocks im Oktober 1989, als die Menschen die Nase voll hatten von einem Regime, das ihnen Freiheit vorenthielt, ihre Einheit vorenthielt, ihnen vorschrieb, wie sie zu leben, wie sie zu handeln, was sie zu sagen und auch, was sie zu denken hatten. Mit der friedlichen Revolution von 1989 schüttelten die Bürger der DDR diese Fesseln ab, zugunsten von mehr Freiheit, von mehr Entfaltungsmöglichkeiten, zu mehr persönlichem Wohlstand. Diesen mutigen Bürgern, meine Damen und Herren, gilt heute noch die Hochachtung aller Deutschen. Seither erscheint jedes Jahr der Regierungsbericht der Deutschen zur deutschen Einheit. Jedes Jahr klopft sich die Bundesregierung, Sie da oben, heute Herr Schneider und Herr Habeck, für das Erreichte auf die eigenen Schulter. Und jedes Jahr sieht die Lebenswirklichkeit der Deutschen deutlich anders aus, so auch in diesem Jahr. Die ruinösen ökosozialistischen Luftschlösser treffen die Menschen im Osten besonders hart. Nach wie vor beträgt die Lohnlücke zwischen Ost und West, Herr Sepp Müller und Dietmar Bartsch haben es schon erwähnt, 20%. Das sind fast 2,5 Monatsgehälter und seit Scholz und Habeck das Sagen haben, Tendenz steigend. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, muss endlich gestoppt werden. Und das kann nicht passieren durch immer noch mehr planwirtschaftlichen Sozialismus, den die Bundesregierung forciert und den der Entschließungsantrag der SED-Nachfolger noch weiter vertiefen will, sondern eben durch mehr Freiheit, durch mehr Chancen und endlich bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen im Osten sind schlecht. Der Mittelstand geht am bürokratischen Krückstock. Dabei ist der Mittelstand gerade im Osten nicht nur das Rückgrat der Wirtschaft, sondern der komplette wirtschaftliche Bewegungsapparat. Bürokratiemonster, wie zuletzt allein das Lieferkettengesetz, nehmen dem Mittelstand die Luft zum Atmen. Und was macht die Regierung? Immer noch mehr, immer noch einen drauf. Damit, meine Damen und Herren, muss Schluss sein. Die Bürger unseres Landes, jetzt auch endlich im Westen, mein Kollege Leif-Erik Holm hat es eben gesagt. Ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion? Ja, gern.
Vielen Dank, Herr Kollege, für die Gelegenheit. Sie sprechen über den Mittelstand. Sie sprechen aber nicht über das zentrale Problem, was Sie in jedem Gespräch mit den Mittelständlern in unserer Region, in Brandenburg, in ganz Ostdeutschland finden. Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Und warum sprechen Sie nicht über den Fachkräftemangel? Weil die AfD das zentrale Standortrisiko für unsere Heimat ist. Meine Frage, wie glauben Sie, dass unser Land attraktiv werden kann von Menschen von außen, die bei uns arbeiten wollen? Also, lieber Herr Kollege, ich weiß nicht, ob Sie wissen, worüber ich in meinem Wahlkreis spreche. Ich komme im Übrigen aus dem Osten Mecklenburg-Vorpommerns, wo eben auch viele strukturschwache Regionen bestehen. Sie haben das Problem des Fachkräftemangels angesprochen und erzählen nach wie vor das Märchen, dort, wo die AfD sei, wo die AfD stark sei, würde es keine Ansiedlungen geben. Wir erleben natürlich Ansiedlungen und gerade im Osten. Es wurde gerade erwähnt, dass in Sachsen und in Magdeburg große Industrieprojekte entstehen. Deswegen verstehe ich nicht, wie Sie behaupten können, dass dort, wo die AfD starke Umfragewerte hat, sich keine Industrie ansiedeln würde. Das ist natürlich totaler Nonsens. Aber Sie haben natürlich in einem Recht. Wir haben einen Fachkräftemangel. Worauf ist der denn aber begründet? Der ist deshalb begründet, weil wir seit Jahrzehnten eine falsche demografische Entwicklung haben, weil diese Bundesregierung und im Übrigen auch Sie in der Vorregierung nichts für die Familien getan haben, nichts für hohe Geburtenraten getan haben. Darum geht es darum, die Demografie wieder abzuändern. Wir brauchen mehr Kinder und solange die nicht da sind, und ich will mal mit einem Vorurteil aufräumen, solange die nicht da sind, ist es natürlich richtig, dass wir Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland brauchen. Ich weiß gar nicht, woher Sie wissen wollen, dass wir das ablehnen. Wir lehnen eine unkontrollierte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme ab. Fachkräfte, die hierher kommen, die hier arbeiten, für unseren Wohlstand sorgen, lehnen wir keinesfalls ab. Und solange wir keine eigenen Kinder haben, und ich hoffe, das wird sich in den nächsten 20 Jahren ändern. Solange wir das nicht haben, brauchen wir Zuwanderung aus dem Ausland, Fachkräftezuwanderung. Darauf liegt der Unterschied. Und das sollten Sie sich vielleicht für Ihre künftige Argumentation auch mal merken. Dankeschön. Ja, und um zum Schluss zu kommen, wie gesagt, die Bürger unseres Landes, Leif-Erik Kolm hat vorhin schon darauf hingewiesen, jetzt endlich eben auch im Westen erkennen eben immer mehr, dass diese Bundesregierung nicht mehr Wohlstand will, dass diese Regierung keine individuelle Freiheit will. Diese Regierung will nicht, dass wir ein einiges Volk sind, denn diese Regierung polarisiert. Und genau deshalb gehört diese Regierung auch ins Geschichtsbuch Deutschlands, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank. Vielen Dank. So, es gab einen Wechsel im Sitzungspräsidium für Wolfgang Kubicki. Der Bundestagsvizepräsident leitet jetzt die Sitzung, ruft den nächsten Redner auf, Christian Bartelt von der FDP. Ja, sehr geehrter Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Zuschauertribüne. Am 3. Oktober 1990, da war ich stolze 14 Jahre jung. Das heißt, ich bin bis dahin noch in der DDR sozialisiert worden und habe die Wiedervereinigung durchaus schon bewusst mitbekommen. Aber natürlich das alles aus der Perspektive und dem Blickwinkel eines Teenagers. Und wer sich noch an seine frühe Kindheit erinnern kann, auf den Zuschauertribünen vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen besser, der weiß, dass da die vielfältigsten Probleme eine Rolle spielen, aber selten die nationale oder internationale Politik. Trotz allem hat sich in dieser Zeit natürlich mein Umfeld, meine Umwelt rasant verändert. Meine Schule hieß plötzlich nicht mehr KJS Wilhelm Pieck, sondern Sportgymnasium. Zu Hause konnte ich Farbfernsehen gucken, und zwar legal. Und das nicht nur bei Überreichweite und guten Bedingungen, und das auch noch auf einem Fernseher, einem Farbfernseher, der seinen Namen verdient hatte und keine russische Zusatzheizung war. Und für mich am allerwichtigsten damals, ich brauchte samstags nicht mehr in die Schule gehen. Das fand ich total klasse. Erst nach und nach im Laufe der Jahre habe ich tatsächlich begriffen, wie viel mehr und vor allem wie viel Positives mehr diese friedliche Wiedervereinigung für mein gesamtes Leben bedeutete. Ja, es stimmt.
Auch 33 Jahre nach der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands sind die Spuren der Trennung zwischen Ost und West mancherorts noch sichtbar. Wirtschaftlich sehen wir das am BIP pro Kopf oder auch beim Lohngefälle. Das wurde mehrfach angesprochen. Wir sehen aber auch, dass die Rentenangleichung nun endlich vollbracht ist. Wir sehen Ansiedlungen von innovativen Großunternehmen wie Tesla, wie der Chipfabriken, der Batteriefabriken in den neuen Ländern. Oder wir sehen Berlin als Zentrum für innovative Start-ups. Und wenn ich in mein Bundesland schaue, dann sehe ich, Birkenstock baut in Pasewalk ein neues Werk. Der Hafen Rostock erzielt Jahr für Jahr Rekordumschläge. Dort hat sich ein Weltmarktführer für die Produktion von Monopiles angesiedelt. Also die brauchen wir für die Offshore-Industrie. Das sind erst mal 450 neue Jobs. Wahrscheinlich werden dort oder hoffentlich werden dort demnächst auch die Konverterplattformen gebaut. In Wismar Marineschiffe und in der Nähe von Anklam ist oder entsteht ein großes Bioökonomie-Cluster mit immensem Potenzial. Das alles sind Erfolgsgeschichten, die wir lauter kommunizieren müssen. Staatsminister Herr Schneider hat es vorhin gesagt, Ostdeutschland ist Innovationstreiber. Wir müssen das als Taktgeber sehen, als Chancenregion. Sie merken schon, ich bin nicht nur genetisch liberal, ich bin auch Berufsoptimist. Und ich war neulich am Tag der Wiedervereinigung, da war ich nicht in Hamburg, da war ich hier in Berlin. Da war ich in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns zusammen mit meiner Familie, meine Kinder, der Große ist erwachsen, die anderen beiden sind jetzt in dem Alter, in dem ich zur Wiedervereinigung war. Die habe ich gefragt, sagt mal, fallen euch noch Unterschiede zwischen Ost und West auf? Dann haben die gesagt, nee, sofort, kam spontan, nee, wissen wir nicht. Aber wir merken schon den Unterschied von zu Hause und hier. Das heißt, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist tatsächlich etwas, das ich Ihnen ganz deutlich noch mal vor Augen führen muss. Es gibt natürlich regionale Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Aber die größten Unterschiede kristallisieren sich derzeit für mich zwischen Stadt und Land heraus. Und da viele hier häufig dazu neigen, vor allem Politik für urbane Zentren zu machen und die Lebensrealitäten im ländlichen Raum dabei vollends auszublenden, kommt jetzt auch mal mein Appell an Sie alle. Über die Hälfte der Menschen in Deutschland leben im ländlichen Raum und nicht in Berlin-Mitte. Und die Lebensrealitäten und die Anforderungen an Infrastruktur, an Individualverkehr, an medizinische Versorgung, Netzabdeckung und vieles mehr, die sehen dort anders aus. Und wenn Sie irgendwas als Essenz aus meiner Rede heute mitnehmen möchten, dann bitte das. Vielen lieben Dank. Er sagt Christian Bartelt für die FDP-Fraktion. Er ist am 4. September erst hier in den Bundestag eingetreten für den ausgeschiedenen Abgeordneten Hagen Reinhold von der FDP, der andere berufliche Gründe hatte. Und wie gesagt, jetzt ist Christian Bartelt hier, kommt aus Mecklenburg-Vorpommern für die FDP im Bundestag. Oder vielleicht auch in die USA schauen, dann sehen wir neben vielen anderen Sachen eine Gesellschaft, die nach innen gespalten ist. Die ist auch schwächer, wenn sie von außen angegriffen wird, wenn sie von außen unter Druck kommt. Und deswegen ist diese Debatte hier, wo wir darum ringen, wie wir über 30 Jahre nach 1989 bei dem Stand der deutschen Einheit stehen, auch ein Ringen darum, wie fest und geeint und wie widerstandsfähig wir als gesamte Gesellschaft in den aktuellen Zeiten sind, wo auch die Welt für uns wieder gefährlicher wird. Und Ost und West ist nicht die einzige Bruchlinie, an die die Feinde im In- und Ausland ihren Hebel ansetzen können, wenn sie dieses Land spalten wollen. Aber es ist eine ganz besondere Bruchlinie, nicht nur, weil wenige Länder auf dieser Welt solch eine Bruchlinie mit uns teilen, sondern natürlich auch, weil Ost und West sehr, sehr drastisch deutlich macht, was eigentlich Politik als Aufgabe hat, wenn die einen Pech hatten und die anderen Glück. Wenn wir einmal zurückschauen in den Jahren 1933 bis 1945, haben die Regionen, die das heutige Ostdeutschland sind, und die Regionen, die das heutige Westdeutschland sind, vergleichbare Schuld auf sich geladen. Aber die Menschen, die im heutigen Sachsen oder im heutigen Mecklenburg-Vorpommern in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ihre letzte freie Wahl erlebt hatten, die mussten nicht nur eineinhalb Jahrzehnte auf die nächste freie Wahl warten, sondern deutlich länger. Und sie warten bis heute, wenn sie nicht zwischendurch ausgewandert sind, wie Millionen von Menschen, wenn sie nicht zwischendurch ausgewiesen wurden, wie viele Menschen warten sie bis heute auf die Angleichung der Vermögensverhältnisse. Und jetzt haben viele auf die letzten 30 Jahre geschaut, gerade auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung ist elementar verbunden mit der Frage, wie die Vermögensverhältnisse im Land sind. Aber wenn wir ehrlich sind, dann geht es nicht nur um die jahrzehntelange Misswirtschaft der DDR, die erklärt, warum die Wirtschaftsstruktur in Deutschland, in Ostdeutschland heute so ist, wie sie ist. Und es geht auch nicht nur um die Fehler der 90er Jahre, sondern es geht natürlich auch um die Zeit nach 1945. Wir hatten allein in Sachsen mehr demontierte Betriebe als in allen Westen
Besatzungszonen zusammen. Und auch die Furcht vor Enteignung und die Furcht vor Demontage, die dazu geführt hat, dass Unternehmen wie Teekanne oder Odol oder Schering oder verschiedenste Siemens-Werke aus Ostdeutschland nach Bayern, nach NRW und nach Baden-Württemberg gegangen sind. Ich darf als Leipzigerin sagen, auch Reklam und Brockhaus gegangen sind. Natürlich fehlen diese Unternehmen bis heute. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jahrzehnte später jetzt diese riesigen Investitionen zurückkommen, damit auch Menschen zurückkommen, damit auch wirtschaftlicher Wohlstand zurückkommt und damit wir diese extrem hartnäckige Vermögensfrage, wo man ja wirklich verzweifeln kann angesichts der Tatsache, dass überhaupt nicht absehbar ist, wie wir die Vermögensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland auch politisch angleichen können. Wir können ja nicht verlangen, dass nur noch Ostdeutsche Westdeutsche heiraten, auch wenn das wahrscheinlich die realistischste Version wäre. Da ist es doch vor diesem Hintergrund besonders wichtig, dass wir jetzt an der Stelle darauf schauen, wie wir das besser werden. Weil zur Wahrheit gehört auch, die Demokratie legitimiert sich auch dadurch, dass sie mehr Fairness in einer unfairen Welt schaffen kann als Diktaturen und Autokratien. Und vor dem Hintergrund ringen wir weiter, auch um die Frage der Vermögensgleichheit. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Mario Chaya, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, ich bin mir nur noch nicht sicher, wer jetzt wen heiraten soll, aber das werden Sie uns im Nachgang noch erklären. Nein, ich kenne das Beispiel schon von ihr, keine Sorge. Es ist nur eine positive Frage ist ja, dass wir momentan wieder Ansiedlung in den neuen Ländern erleben und dass wieder mehr Menschen in die neuen Länder ziehen. Das ist auch das Positive dieses Berichts, was man aus dem Bericht herausziehen kann. Und das, was wir hier heute erleben, ist natürlich ein Sprechen über Wirtschaftsdaten, über Zahlen, über Fakten, über Universitätsabschlüsse. Aber worüber wir wenig reden, ist die Frage der subjektiven und mentalen Prägung, die den Unterschied an vielen Stellen ausmacht. Und die vielen Verletzungen, die auch in den vergangenen 3 Jahrzehnten entstanden sind. Die Sorgen und Ängste, die da sind, und sicher auch über die Grunderkenntnis, dass das Thema Kommunikation im Osten noch mal eine besondere Rolle spielt. Und Sie haben das auch, Herr Staatsminister, auf Seite 5 in Ihrem Bericht zum Ausdruck gebracht. Aber schauen wir mal auf die Realität der vergangenen Monate. Viele Entscheidungen der Bundesregierung haben in Ostdeutschland nicht nur schieres Unverständnis ausgelöst, sondern offenen Frust und ja auch manch eine rustikal formulierte Verzweiflung. Schauen wir zum Beispiel auf die Kommunikation zum sogenannten Heizungsgesetz, ein Gesetz, das nur von Drohungen, von Verboten, von Enteignungen, von dem Eingriff in die Privatsphäre, und das Beispiel der Enteignung ist gerade eben noch mal ganz im Speziellen genannt worden, eingeht. Der muss doch verstehen, dass diese Bevölkerungsgruppe, die finanziell deutlich schlechter gestellt ist, als das im Westen der Fall ist, wo eine Wärmepumpe im Grunde bedeutet, alles zu verlieren, wenn man sie selbst bezahlen muss, im Gegensatz zu dem Vermögen, was im Westen vorhanden ist, dass dort eine besonders wütende Situation entsteht. Das ist doch das Ergebnis der Arbeit der Bundesregierung der vergangenen Monate gewesen. Und wenn Sie jetzt, wenn das eine Rede für den Hashtag Danke Habeck gewesen ist, Herr Habeck, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe den Eindruck, dass Sie diese Frage, eine Wärmewende zu gestalten ohne soziale Kälte, mit Anreizen für die Menschen, ohne maximale Verunsicherung, dass das die Aufgabe der Stunde gewesen wäre. Und diese Selbsterkenntnis, die höre und spüre ich bei Ihnen überhaupt gar nicht und die lese ich auch in keinem Gesetz. Und wenn, da müssen Sie sich doch klar sein, dass 91% der Ostdeutschen das Verbot von Öl- und Gasheizung und ihr Gesetz ablehnen. 91%, 75% Ablehnung im Westen. Das ist die schiere Verzweiflung und die blanke Wut, die Ihrem Gesetz entgegentritt. Und Sie sind wesentlich für die Spaltung im Land verantwortlich. Und Herr Staatsminister, nehmen wir das Thema Renten. Also ich habe Ihren Bericht gelesen und auf Seite 15, übrigens im ersten Absatz Ihres Berichtes, steht: Aufgrund der guten Lohnentwicklung stieg der aktuelle Rentenwert Ost, ich zitiere, zum 1. Juli auf 37,60 und beträgt damit 100% des Westwerts. In ganz Deutschland gilt damit bereits ein Jahr früher
ein Jahr früher als erwartet der nach den gesetzlich festgelegten Angleichungsstufen vorgesehene höhere aktuelle Rentenwert. Meinen Sie das wirklich ernst? Würden Sie das gerne in Dessau, in Wismar oder in Cottbus auf dem Marktplatz vortragen, diesen ersten Absatz, dass es Dankbarkeit geben soll? Erwarten Sie jetzt niederkniende Dankbarkeit dafür, dass das ein Jahr früher in diesem Bericht steht? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, das als ersten Absatz in diesen Bericht hineinzuschreiben. Und das zeigt, dass die wertschätzende Form der Regierungskommunikation nicht gegeben ist und dass Sie damit einen ganz wesentlichen Teil für die Arbeit in Ostdeutschland nicht verstehen. Und es ist von Dietmar Bartsch angesprochen worden. Sie haben einen in der Aufzählung vergessen, eine Gruppe, Herr Bartsch. Das sind die Ministerpräsidenten, zum Beispiel Michael Kretschmer und Rainer Haseloff, die ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass Ansiedlungen im Osten vorhanden sind, dass nicht Bevormunden das Thema ist, sondern dass es um Zuhören, Nachdenken, Erklären und Machen geht. Das ist erfolgreiche Politik in den ostdeutschen Bundesländern. Und ja, diese Ansiedlungen sind ein Erfolg der Menschen vor Ort, aber sie sind auch ein Erfolg von starken Ministerpräsidenten und starken Landesregierungen. Und natürlich geht es darum, eine wirtschaftliche Basis zu schaffen. Es geht darum, industrielle Kerne zu schaffen. Mein Kollege Müller hat das angesprochen. Es geht darum, dem Mittelstand die Stabilität zu geben und damit Halt zu geben für eine Perspektive hin zu gleichen Lebensverhältnissen und besseren Tarifbedingungen. Darauf kommt es an. Und deswegen müssen ein paar Bremsen gelöst werden. Und sie werden weiterhin nicht gelöst. Ein Thema ist das Thema der Zugverbindungen in den ostdeutschen Bundesländern. Die Zugstrecke Berlin-Küstrin bis Brandenburg, also bis von Polen bis Brandenburg, alles Tutu-Beletti. Von der Brandenburger Seite aus ist es dann ein Problem. Das müssen Sie lösen. Oder Wasserstoffhochlauf, Herr Minister Habeck. Es droht derzeitig durch die starke Konzentration auf Chemie und Stahl, dass die Wasserstoffinfrastruktur in den neuen Bundesländern deutlich schlechter sein wird als in den alten Bundesländern. Das sind die Aufgaben, die aus unserer Sicht zu lösen sind. Dann kann es auch mit der Integration gelingen. Aber es ist eben nicht möglich, einfach nur bei den Leuten in die Tasche zu greifen und die mentale Stimmung der Menschen nicht zu verstehen, sondern nehmen Sie die Sorgen ernst und lösen Sie die Infrastrukturherausforderungen, die aktuell bestehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaye. Der Kollege Alexander Hoffmann von der CDU kann sich schon darauf einstellen, eine Minute weniger zu reden. Ich werde jetzt künftig keine Zeitüberschreitungen mehr zulassen. Wir sind ohnehin bei 2.35 Uhr heute Nacht und jede halbe Sekunde obendrauf würde bedeuten zwei Stunden länger. Ich werde also von § 35 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung Gebrauch machen. Das heißt, nach einer einmaligen Aufforderung entziehe ich das Wort. Also nicht jetzt bei diesem Tagesordnungspunkt, sondern bei dem nächsten. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Budde, SPD-Fraktion. Das haben alle Abgeordneten gehört und Katrin Budde, die nächste am Rednerpult, wird sich dann an die Redezeit wahrscheinlich halten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wenn es absolut richtig ist, dass es schwerpunktmäßig um die Sichtbarmachung des Prozesses der Wiedervereinigung und mit Schwerpunkt Osten geht, sind wir im Jahr 33 nach der Wiedervereinigung und es ist nicht mehr genug, diesen Prozess nur einseitig zu sehen. Das Land von heute ist nicht mehr das Land von 1990. Wir haben 33 Jahre gemeinsamer Entwicklung hinter uns. Und die Welt ist auch nicht mehr die von 1990, sondern die von 2023. Mit ungeahnten Kriegen, einer durchlebten weltweiten Pandemie, mit einer dramatisch veränderten weltweiten Klimasituation, mit Flüchtlingsbewegungen überall auf der Welt. Und mit einem überall auf der Welt erstarkenden Nationalismus, Rechtsradikalismus, Rassismus und steigender Intoleranz. In diesem Alltagsumfeld müssen wir den Bericht lesen, werten, bewerten und unsere Aufgaben sehen. Ja, viele Schritte auf der Angleichung sind gegangen worden. Und doch fühlt es sich für viele Ostdeutsche nicht so an. Warum ist das so? Ein Beispiel, ein richtiges Fazit des Berichtes ist es, dass die strukturellen Unterschiede es nicht nur gibt zwischen Ost und West, sondern auch zwischen Stadt und Land. Aber gibt es in den alten Ländern auch so viele kleine und Mittelstände, die in den vergangenen Jahren mehr als die Hälfte der Bevölkerung verloren haben? Zum Beispiel von 38.000 Einwohnern 1990 auf 17.000 Einwohner in 2023 geschrumpft sind, wo zwei ganze Generationen fehlen. Und der Vertrauensverlust im Osten reicht übrigens sehr weit zurück, bis zum Versprechen von Helmut Kohl von den blühenden Landschaften im Osten. Unter dieser Wucht der Enttäuschungen und auch schwerer Alltagserfahrungen, da vergessen wir, und zwar ausschließlich wir, wir vergessen es nicht zu viel nur, sondern auch alle anderen, aber wir vergessen zu oft den Wert, den wir Ostdeutschen errungen haben. Kein Björn Höcke, der war Pinela zu der Zeit Westdeutscher, keine FDP. Nämlich wir Ostdeutschen haben die Freiheit und die Demokratie erkämpft.
kämpft. Und schauen wir uns in der Welt um, was passiert, wenn das verloren geht. Das ist gruselig. Aber sehen wir auch, wie stark Demokratien sind, wie in Polen zum Beispiel, wo ein autokratischer Weg umgekehrt werden kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, will ich das Thema Zukunftszentrum noch ansprechen. Deutsche Einheit, europäische Transformation, eines der wichtigsten Projekte für uns. Und ich höre auch das Gemurmel hinter vorgehaltener Hand, wieder ein Prestigeprojekt für die Ossis. Nein, nicht für die Ossis, sondern für alle. Für alle deutschen Bürgerinnen und Bürger und für alle, die in Deutschland leben. Weil wir aus den Brüchen der letzten Jahre in Ostdeutschland und Mitteleuropa lernen müssen. Es geht darum, was es mit uns Menschen gemacht hat. Es geht darum zu verstehen, warum junge Menschen keine Angst mehr haben vor Diktatur. Es geht um ganz viel. Es geht um Gespräche zwischen Ost und West, Jung und Alt und im neuen Europa. Wir alle brauchen einen solchen Ort dringend, damit auch wir aus unseren sozialen Blasen herauskommen. Wir brauchen ganz viele analoge Kommunikationen miteinander und wir brauchen das Geld dafür mit einem Blick auf das Bundesfinanzministerium. Ein Wort zu Frau Schenderlein. Die deutsche Wiedervereinigung verjährt nicht. Was ist denn das für eine Sprache? Und Herr Ulrich, nein, wir wurden nicht alimentiert. Wir haben den Soli immer bezahlt. Wir haben die Fachkräfte in den Westen geliefert nach 1990. Darum fehlen die zwei Generationen. Und die Infrastruktur, die im Osten aufgebaut ist, ist von westdeutschen Firmen aufgebaut worden. Wir haben ganz viel eingebracht. Aber alimentiert sind wir ganz sicher nicht worden. Vielen Dank. 14 Sekunden ist auch egal. Vielen Dank, Frau Kollegin Budde. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich können wir über den Stand der deutschen Einheit nicht diskutieren, wenn wir nicht auch mal einen Blick in die, so will ich es mal nennen, demokratische Landkarte unseres Landes stellen, und zwar in West und in Ost. Da ist natürlich besorgniserregend, dass wir massive Verschiebungen haben und in vielen, gerade ostdeutschen Bundesländern, die AfD mittlerweile auf Platz 1, was die Umfragewerte angeht, angelangt ist. Und mir ist eigentlich heute mal wichtig, dass wir mal über die Frage sprechen, wie gehen wir denn mit den Menschen um, die in Umfragen sagen, ich wähle jetzt die AfD und dies vielleicht am Ende des Tages tun. Ich will das deshalb ansprechen, weil ich es für falsch halte. Wir als Union halten das für falsch, wenn man da mit dem Rasenmäher drüber geht und allen, die bereit wären, AfD zu wählen, sagt, ihr seid Nazis, AfD wählt man nicht, und die Menschen damit an den demokratischen Rand stellt. Zum einen deshalb, weil das nicht funktioniert. Das sehen wir ja. Und im Übrigen gibt es Studien, dazu komme ich später, dass die Ursachen dafür ja tiefer liegen. Und wenn wir die Menschen so diskreditieren und an den Rand stellen, dann haben wir große Sorge, dass wir damit letztendlich alle Brücken abbrechen und es am Ende so ist, dass jemand, der oft genug gesagt bekommt, er sei angeblich ein Nazi, er sei rechtsextrem, irgendwann verfestigt auch genauso wählt. Sondern wir müssen über Strategien nachdenken, wie wir Gesprächsachsen offen halten, damit wir die Menschen wieder zurück in die demokratische Mitte unseres Landes holen können. Und ich will an der Stelle ausdrücklich dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer Danke sagen, der ja nicht müde wird, mit den Menschen zu reden, den Menschen zuzuhören und Gesprächsangebote zu unterbreiten. Und da bin ich beim ersten Punkt, der wichtig ist, Politik muss zuhören. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, Politik muss selbstkritisch sich mal die Frage stellen, warum rennen denn so viele Menschen in die falsche Richtung? Und ich habe es vorhin gesagt, es gibt Studien. Es ist bekannt, dass vor allem die Menschen in den neuen Bundesländern Verlustängste haben, stärker als im Westen, weil sie wissen, wie es ist, bei Null anzufangen. Und deswegen macht das Thema Migration einfach mehr Angst. Und der zweite Punkt ist, und auch das ist eine geschichtliche Erfahrung, dass die Menschen im Osten eine sehr viel stärkere Abwehrhaltung haben gegen eine Politik, die bereit ist, aus ideologischen Gründen in alle Lebensbereiche herein zu regulieren. Und deswegen, Herr Minister, jetzt ist er leider weg, aber ich fand es gut, dass Bundesminister Habeck heute geredet hat. Aber es war schade, weil gerade Sie haben eine Chance verpasst,
Ihre Politik mal zu erklären und den Leuten glaubhaft zu versichern, dass die gesamte Ampel das verstanden hat und in der Zukunft da eine andere Strategie an den Tag legt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Alexander Hoffmann war das für die Unionsfraktion. Und für die SPD hören wir jetzt noch den Abgeordneten Armut Zorn. Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde in Kamerun geboren. Das ist ein Land in Zentralafrika, bin dann im Alter von 12 nach Halle an der Saale gezogen, habe dort mein Abitur machen dürfen, habe anschließend im Ausland studiert und bin dann 2015 nach Frankfurt am Main zurückgezogen. Und seit 2021 darf ich als direkt gewählter Abgeordneter diesen wunderschönen Wahlkreis hier vertreten. Sie werden sich fragen, warum erzähle ich hier im Schnelldurchlauf meine Biografie? Ja, weil ich finde, ich will auch zu Beginn der Debatte gleich eins klarstellen. Ich finde nämlich die Debatte rund um die deutsche Einheit nicht eine Frage von ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgern ist, auch nicht eine Frage von westdeutschen Mitmenschen, die damals das miterlebt haben, sondern ich finde, das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte und auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass nicht nur die Generation, die die Wiedervereinigung selbst nicht mehr bewusst erlebt haben, oder auch die Zugezogenen, die heute deutsche Staatsbürger sind oder auch hier leben und nicht deutsche Staatsbürger sind. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass Sie auch Teil dieser Verantwortung gerecht werden und gemeinsam daran arbeiten, dass wir dafür sorgen, dass die Wiedervereinigung, die deutsche Einheit weiterentwickelt wird. Denn wir haben das heute vielfach gehört, das ist ein Prozess. Wir haben schon manches erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auf das Thema Vermögensungleichheit noch mal eingehen, weil ich davon ausgehe, das ist eines der wichtigsten Themen, wenn es darum geht, gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost- und in Westdeutschland zu schaffen. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung hat letztens eine Studie veröffentlicht, und da gibt es eine Zahl, die sehr besorgniserregend ist. Wenn man sich die Erbschaften anschaut, dann ist es so, dass durchschnittlich Menschen in Bayern oder in Baden-Württemberg etwa 250.000 Euro pro Erbschaften bekommen. In den neuen Bundesländern in Ostdeutschland ist es lediglich 10.000 Euro. Und diese Vermögensungleichheit, die vielfältige Gründe hat, meine Kollegin hat bereits darauf hingewiesen, ist aber auch eine Gefahr für die Demokratie, das ist aber auch eine Gefahr für das Miteinander. Weil am Ende geht es nicht darum, dass in schwierigen Zeiten, in unsicheren Zeiten, dass am Ende es keine Pläne mehr gibt, keine Ersparnisse mehr gibt, um dafür zu sorgen, dass man noch durch den Monat kommt. Nein, sondern am Ende geht es auch darum, dass privates Kapital, das Vermögen dafür sorgt, dass in der Gemeinde, dass in der Gemeinschaft, dass lokal vor Ort tatsächlich Leben entstehen kann, dass lokal vor Ort in Unternehmen investieren kann, dass lokal vor Ort Vereine, Initiativen, Kultur entsteht. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir die blühenden Landschaften endlich bekommen, die jahrelang versprochen wurden, dann gehört auch dazu, dass wir daran kämpfen, dass wir dafür sorgen, dass die Vermögensungleichheiten zwischen Ost und West beseitigt werden. Meine Fraktion und diese Regierung steht dafür zur Verfügung. Wir werden daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Zorn. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Fabian Funke, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner haben bereits die Kennziffern benannt, die sowohl den Erfolg beschreiben, als auch die noch immer großen Unterschiede zwischen Ost und West deutlich machen. Sie erzählen konkrete Geschichten über die gesellschaftliche Macht und Wirkmacht. +14% der Führungskräfte in den oberen Bundesbehörden kommen aus Ostdeutschland, obwohl Ostdeutsche gut 20% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Das heißt, an den Konferenztischen und Zeichnungsschleifen, in denen die Zukunft dieses Landes bestimmt wird, mangelt es nach wie vor an ostdeutschen Perspektiven. Und das ist ein Problem. Lediglich 42 der 500 größten deutschen Unternehmen sitzen in Ostdeutschland. Da wundert es auch nicht, dass der durchschnittliche Brutto-Vollzeitlohn in Ostdeutschland gut 600 Euro unter dem Westdeutschen liegt und dass in harten Zeiten eher die Kolleginnen und Kollegen in den Niederlassungen in Ostdeutschland entlassen werden als in den westdeutschen Konzernzentralen. Und auch die Vermögensverteilung ist ein Problem und deswegen brauchen wir mutige Lösungen dafür. Deswegen bin ich dem Ostbeauftragten auch besonders dankbar über seinen nicht nur mutigen, sondern auch richtigen Vorschlag zum Grunderbe.
Es ist hier trotz allen aktuellen Schwierigkeiten die Zukunft der Wirtschaft, die gerade viel Anlass auf Hoffnung und Zuversicht in Ostdeutschland gibt. Europaweit einzigartige Ansiedlung von Mikrochipfabriken, der Boom der Wasserstoffindustrie, klimaneutrale Schwerindustrie. Die Transformation der Wirtschaft findet gerade vor allem in Ostdeutschland statt. Sie hat das Potenzial, der Region ihren industriellen Stolz zurückzugeben, den sie in den 90er Jahren so schmerzlich verloren hat. Wir müssen sie nur gestalten und wir werden uns das auch von Ihnen in der CDU, die den Abgesang der Wirtschaft regelmäßig besingen, nicht kaputt machen lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Entwicklungen nicht nur in den städtischen Ballungsräumen, sondern auch und gerade in denjenigen Orten, aus denen sich der Staat und die Wirtschaft in den letzten 30 Jahren zurückgezogen haben, zu spüren ist. Arbeitsplätze allein reichen aber nicht aus für eine aktive Region. Es braucht Infrastruktur, es braucht Kultur und es braucht politische Teilhabe. Denn nur so schaffen wir auch endlich Perspektiven für die jungen Menschen, die Lust darauf haben, die Gesellschaft, in der sie leben, mitzugestalten. Nur so sichern wir gesellschaftlichen Zusammenhalt. In meiner Heimatstadt Pirna haben Schülerinnen und Schüler zuletzt Kundgebungen gegen Hass und Hetze, im Übrigen auch gegen die der AfD da drüben, organisiert. Darauf bin ich wahnsinnig stolz. Stolz darauf, dass es junge Menschen gibt, die politisch sind, denen das gesellschaftliche Klima nicht egal ist und die etwas dafür tun. Aber junge Menschen brauchen Möglichkeiten, sich zu entfalten. Teilhabe und Perspektive gelingt nicht, wenn der nächste Jugendclub eine halbe Stunde entfernt ist und das nächste Angebot für Politik in der nächsten Großstadt. Deswegen müssen wir die jungen Menschen in jedem einzelnen Ort in Ostdeutschland Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe und Gestaltung bieten. Wenn wir die Abwanderung dieser großartigen Menschen in Ballungszentren und nach Westdeutschland stoppen wollen. Dazu sind wir als Bundesregierung bereit. Lass es uns tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Fabian Funke war das für die SPD-Fraktion. Letzter Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Bericht zum Stand der Deutschen Einheit 2023. Das Ganze geht jetzt noch mal in die Ausschüsse, wird dort weiter beraten.